Lego Star Wars ist wieder dabei. Und erstaunlicherweise keine Ninjago Movie Sticker, sondern Ninjago Trading Karten aus dem Spiel. Hat mir länger nicht mehr. Schau mal da mal rein. Die sind nicht ganz so langweilig und vor allem spoilerig wie die Sticker. Was zum Teufel? Okay, mega crazy. Offenbar ein Skelett. Jester Ding. Pausenzeitklinge, eine Aktion, eine Rückseite von der Karte. Noch eine, ja, eine Angriffsart. Einer von den Schlangenmenschen, Pirat Clancy. Und Action Garmadon, bevor er vier Arme bekommen hat. Ja, das ist mal eine Überraschung. Keine Sticker diesmal, sondern Trading Cards. Dann gibt es mal wieder ein Set, nämlich dieses Droid Gunship. Da sage ich nachher noch was zu. Vom Konzept her finde ich das schon mal ein besseres Zubehör als die letzten paar, wo es immer Minimodelle gab. Auch das hier ist ein Minimodell, hat aber seine Vorteile gegenüber den anderen. Da komme ich später zu. Und natürlich das Heft selber. Die übliche Mischung, zwei unterschiedliche Comics. Einmal Freemakers, einmal Lego Star Wars normal. In der Mitte diesmal kein Poster, sondern die Anleitung, weil es wieder ein recht komplexes Modell ist. Auf der Rückseite aber dann ein Kylo Ren Poster. Und ansonsten, ja, Rätsel, Spiele, bisschen Werbung für die Sets. Und nächstes Mal gibt es einen Y-Wing. Auch wieder als Minimodell. Sieht eigentlich recht komplex und interessant aus vom Bau. Werden wir uns mal im November überraschen lassen. Und nun auf zum Bau des Droid Gunships. Okay, obwohl das hier wieder ein Minimodell ist, haben wir wie letzte Woche wieder eines, was man auch mit den Figuren benutzen kann und was damit etwas mehr Spielwert mit den normalen Lego Star Wars Welten hat. Letztes Mal musste man noch einen Teil rausnehmen, damit man aus dem Snowspeeder eine Art Microfighter machen konnte, weil da eine Figur drin stehen konnte. Diesmal haben wir den Vorteil, mal so, dass die Figur ein Droide ist. Das heißt, auch wenn das eigentlich ein relativ großes Schiff ist, das Gunship, kann man einfach sagen, gut, das ist halt ein kleinerer, der als Droide mit den Figuren interagiert und gegen die kämpft und so weiter. Überhaupt kein Thema, insofern passt das gut. Hier unten drunter ist ein durchsichtiger Block, dass man den so ein bisschen schweben lassen kann, um ihn festzuhalten. Sehr schöne Sache. Schönes Modell auch mit den runden Teilen, die hat man recht selten. Recht große Teile für so ein Beilagenset. Ein paar Kleinigkeiten sind mir aufgefallen. Das hier zum Beispiel ist viel zu frei beweglich. Das sollte eigentlich irgendwie feststehen. Und ihr habt es vielleicht beim Aufbau gesehen. Einer von den Waffenträgern ist immer wieder abgeploppt. Das hängt ein bisschen davon ab, wie rum man den dran macht. Eigentlich sollte es egal sein, wie rum. Offenbar ist es das nicht. Aber jetzt hält er wieder gut fest. Ja, und die runde Form ist beim Aufbau schon mal ein bisschen verwirrend. Aber das kann man schnell wieder zurechtstecken. Ihr seht, ich habe den hier, der war vorher da vorne, da gehört er nicht hin.
umgesteckt und dann passte es wieder alles sehr gut. Und da haben wir unser Droid Gunship. Schönes kleines Minimodell, das nicht nur als Minimodell brauchbar ist. So ist das schön.